Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Cabal. Schön, oder? Mal eine schöne Map zu haben. Nicht immer nur das 2. Es ist gerade noch das Warm-up. Eine Sekunde. Wir gucken mal. Hat er ja Zeit gehabt, ne? Auf die Köpfe zu aimen. Also zumindest bei dem ersten, der zweite. Ja, gut. Läuft. Wir kennen das ja. Die Deagle, ne? Die Deagle macht einfach solche Schüsse ab und an. Da bist du dir nicht. Ist das jetzt schon die erste Runde? Ja, ne? Okay. Hat das jetzt gerade irgendwas... Hä? Ist es Warm-up jetzt noch, oder? Ich glaube, es ist noch Warm-up, alles klar. Okay. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr da steht, aber... Na gut. Gut, er aimt schön die Rüben ab, auf jeden Fall. Ja, das sieht, oder? Oh. Achso, der Mate hat der, stand noch auf Mitte. Also die waren wahrscheinlich alle auf der Karte angezeigt, die Gegner. Naja, jetzt ist das neue Warm-up. Achso, ja stimmt, das Warm-up wird, glaube ich, immer auch so kurz angezeigt. Auch wenn es eigentlich länger wäre. Wenn alle da sind, springt es dann nochmal runter. Aber für den Overwatch steht da, glaube ich, immer nur diese Minute, die man maximal wartet. Oder irgendwie so. Wir warten mal, bis er da ankommt. Der Dummbatz. So, 10 Sekunden hat er noch. Aha, der Headshot ging jetzt aber gerade komisch rein, oder? War das nicht gerade ein bisschen merkwürdig? Oder war das jetzt Luck? Ah! Naja, mal gucken. Also sie gehen scheinbar fast alle auf B, so wie die CTs auch. Er wartet auf ihn, würde ich auch machen in dem Moment auf jeden Fall. Er versucht darauf Kopfhöhe zu schniedeln. Aber plötzlich gelingt es ihm gar nicht mehr. Ich habe so ein bisschen laut, deswegen schreie ich so. Wartet mal kurz. Aha, okay. War aber gut. War gezielt. Ein gezielter Headshot auf jeden Fall. Da war alles clean. Gerade eben noch dieser M4-Headshot, der war merkwürdig. Aber Luck-Shots sind ja merkwürdig. Also, das ist ja die Natur des Luck-Shots. Warum zuckelt der denn jetzt so? Warte mal. Oh, Hyping. Ultra-Hyping. Ha. Ein 300er Ping? Dude. What are you doing? Das ist ein Ping-User. Mal gucken, es sinkt nicht wirklich gerade. Also wenn er so jetzt einige Kills macht, gut, der war... warte mal. Es sah cool so aus, als wenn es auf einmal gar nicht laggen würde. Gibt's nicht auch so eine Geschichte, dass man sich laggen lassen kann? Ja, ne? Aber nicht, dass man den Ping erhöhen kann, oder doch? Auf Knopfdruck. Und dann schnell wieder... Ja, nicht, oder? Oder vielleicht doch? Auf einmal ist der Ping wieder unten. Es hätte jetzt gar keinen Sinn gemacht. Also es hat keinen Sinn gemacht, falls es sowas gibt, seinen Ping irgendwie zu erhöhen, wenn man auch gar nicht bei den Feinden ist. Aber so an sich... Ist das ja, oder klingt das ja gar nicht so schlecht, die Idee, nicht wahr? Sich vor dem Feind Ultra zum Laggen zu bringen und dann eben selbst, wenn man den Fokus braucht, den Lag eben, ihr wisst schon, zu stoppen. Er hat jetzt stark abgeaimt auf A, aber... Also die Mates müssen ja schon längst angesagt haben, hey, wir sind auf B, die Bombe ist auf B. Es sind alle irgendwie auf B. Mach vielleicht mal was. Warte mal... Oh Gott, wo ist denn die Bombe da und hinten bei Armory? Und die will er jetzt holen? Ich würde sagen, das zeigt schon mal, dass er... Na gut, vielleicht versteckt er ihn auch, dass er keinen Warlock hat, oder? Mit Warlock hätte er doch nicht einfach diesen Weg auf sich genommen. Er wäre da reingeschlichen oder wäre so rumgelaufen. Hätte so lange sich rumgedrückt, bis er den City dann gesehen hätte. Wobei, das jetzt wiederum... Er ist sich auf einmal ganz sicher, dass... ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach nur Gefühl ist. Aber er ist gerade sehr sicher auf A gegangen. Also extrem sicher. Einfach hingeschlappt. Eben hat man ihn gesehen. er hat ihn einfach outgeplayt. Der ist gerade geschlichen an dem Moment, wo er ihn hätte hören können. Also der Gegner, ihn. Jetzt aimt er auch so, dass er... Ja klar, gut. So danach da würde ich auch schauen. Aber er ist sich doch ziemlich sicher, wo der Gegner hinläuft. Irgendwie, oder? Meint ihr nicht auch? Gut, jetzt in dem Moment würde ich auch sagen, oh, der ist wahrscheinlich on-spot. Aber er playt ihn gerade fast perfekt aus.
Also er weiß, wo er ist. Er sieht ihn durch die Wand, auf jeden Fall. Das war zu perfekt, zu lange, zu perfekt. Dieses Ausspiel. Ja. Also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall einen Wallhack. Da war jetzt am Anfang zu viel fishy und jetzt, das war einfach zu krass, wie er ihn ausgespielt hat. Das, da war keine Sekunde, wo man ihn, wo er nicht verdeckt war von der Säule oder auch von den Wänden und so. Naja, mal gucken. Okay, der Headshot sah auch normal aus. Der war geduckt, glaube ich, sogar, der CT. Ich würde mich da nicht zwingend hinducken, glaube ich, wenn da. Na wohl, doch, ich duck mich auch andauernd. Ich, ja, streich das. Mitte ist noch einer. Gut, der ist down. Ne, halt, der lebt noch, da unten auf Mitte. Hat er ihn jetzt gesehen? Er hat mitbekommen, dass sein Mate tot ist. Er hat ihn wahrscheinlich auch angesagt, ne? So von wegen, Achtung, da ist einer mit, ich bin tot. So, jetzt ist er gerade eben gestorben. Das heißt, exactly. Okay, da haben sie schon wieder gewonnen. Es geht auch recht fix, die Mates sind auch ziemlich gut. Wie sieht es denn aus mit den, mit der Killverteilung? 6-0. Ist auf jeden Fall machbar. Aber sonst, ja, sonst sehe ich auch nichts. Aber er ist halt echt auffällig gewesen, was den Wallhack angeht. Beim Aim habe ich jetzt nichts mehr Verdächtiges gesehen, die letzten zwei Runden. Gucken wir mal, was er so treibt. Klar, mit einem Wallhack ist es natürlich optimal, hier Drop zu stehen. Man kann schön gucken, ob sie da sind und auch, wenn sie nicht da sind, abwarten, bis sie kommen. Ich habe jetzt schon einige Videos gesehen, wie Wallhacks funktionieren und wie das eben so aussieht. Und ja, es ist natürlich ein sehr schöner Platz dann in dem Fall. Unter ihm ist auch noch einer, den hat er jetzt eben gesehen durch die Wand. Den hat man nicht gehört. Das heißt, er ist eigentlich jetzt schon in den Arsch gegriffen bezüglich Wallhack. Also er hat auf jeden Fall Wallhack. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Und da sagt jetzt noch jemand an der Stelle, nein. Nein, der hat... Der macht das nicht. Der betrügt nicht. Doch, oder? Sagt jemand von euch jetzt, dass er einen Aimer hat, vielleicht? Fandet ihr das vorhin auch fishy, die erste M4-Aktion? Ja, naja. Ich würde sagen, da... Da beißt die Maus keinen Faden ab. Der Herr hat einen Wallhack, ne? Ganz klar. Ist schön, dass man wieder in eine andere Map rankommt. Ich habe gestern einen Overwatch aufnehmen wollen und da kam direkt das 2. Das habe ich da einfach nur gemacht, ohne es aufzunehmen, weil das 2 ist... hier ist wenigstens so ein bisschen noch mit Spannung kann man da arbeiten. Das 2 ist für zwischendurch nicht schlecht, auf jeden Fall. Nicht, aber... Aber ja. Diese frischen Maps, ja. Mal ein bisschen Köppel, mal ein bisschen... Wir hatten doch... Hatten wir nicht schon mal... Nee, nicht Italy. Wir hatten mal eine voll merkwürdige. Wir hatten mal, nicht Vertigo. Mir fällt gerade die Map nicht ein, diese Farm. Wow, der Headshot war aber auch nicht schlecht, ne? Als hätte er einen kleinen Trigger oder so. Komm, schieß einfach mal. Wow, ja, wie das am Schluss so hoch geht. Soll ich ihm vielleicht sogar einen Aimer drücken? Aim-Unterstützung. Ich glaube schon. Wie heißt denn die Map? Milizia? Ist es Milizia? Ja, ich glaube, oh, guck mal, es bleibt da auch stehen. Ich glaube, es ist Milizia. Milizia, Portoquillo. Die City starten da ein bisschen außerhalb, in der Nähe von so einem Bach. Und man kann durch so ein Tunnelsystem hoch in das Haus, wo die Geiseln sind. Ich glaube, das, ja, das hatten wir auch mal. Ich glaube, wir haben jetzt schon 50 oder 60 Overwatches gemacht. Klar, ich meine, da muss ja irgendwann mal jede Map drankommen. Es kann ja nicht immer nur das 2 sein. Aber ihr habt auch schon einige... Überlegungen angestellt, warum das wohl immer das 2 ist. Also ich meine, es ist natürlich klar, das 2 ist die Map, die die meisten können. Also somit auch die meisten Cheater können und gerne spielen, weil sie eben einfach, wenn man eine Map gut kann, dann spielt man sie halt gerne. Ich meine, das ist ganz klar. Das 2 ist eigentlich auch an sich. Wo stand denn der gerade eben da drin? Stand der eben da oben mit der Kante? Oh, wie sie ihn... Jungs? Ich wollte gerade sagen, was treiben die? Das 2 ist einfach eine Map, die man, ja, die man halt einfach gerne spielt oder die viele Leute gerne spielen. Deswegen wird sie auch oft genommen, um zu cheaten. Aber es ist halt echt langweilig, immer nur das 2 zu sehen. Also auch wenn man, ich meine, es geht ja hier um was. Es geht ja um den Cheater. Wir wollen gucken, ob er cheatet. Da ist ja theoretisch die Map völlig egal. Aber es ist eben nicht egal. Ja, auch das Auge ist mit. Na, Arm und Herr, auch das Auge ist mit. Und deswegen ist, eine andere Map auch immer wieder nice. So, Zebra. Der Cheater geht mal eben auf dich drauf. Ich werde ihm, denke ich, auch eine Aim-Unterstützung drücken. Selbst wenn das falsch wäre, würde halt mein Score ein bisschen sinken. Also was
mein Dings Overwatch Score angeht, aber ich bin natürlich High Class Overwatcher, ne? Also ich bekomme immer mal wieder, es war lange Zeit Flaute, aber die letzten paar Monate kam es ab und an mal, dass ich einen XP Reward bekommen habe für gute gelöste Fälle, wo ich eben gut getroffen hatte, wo die Wahl passt oder wo wir passend und so weiter und so fort. Ja. Er wird ja eh gebannt. Also selbst wenn Aim falsch wäre, wird er durch seinen oder für seinen Wallhack gebannt. Ich denke, das sehen die anderen Overwatcher auch so mit dem Wallhack. Aber vielleicht drücken auch alle den Aimbot zusätzlich noch. Auch wenn es an der Strafe, soweit ich weiß, nichts bringt. Es verlängert die Strafe nicht. Es verschlimmert sie nicht. Es ist einfach so, wie es ist. So. Er weiß von ihm und ich glaube, er holt ihn sich auch. Und er kann ihn. Er kann ihn nicht gesehen haben. Also er kann nicht gewusst haben, dass er da ist. Also Wallhack, sind wir uns. Oh Gott, schafft er. Also, was macht er denn jetzt? Ich würde jetzt nicht da rumrennen. Ich wäre direkt lang durchgegangen, zumal der Mate. Oh. Zumal der Mate eben den Kerl noch gekillt hat. Also, Aim Assist und Vision Assist drücke ich ihm. Auf Bunny Hop habe ich wie immer nicht geachtet, aber ich glaube, er hat nicht Bunny hoppelt. Das wird so passen. Daumen nach oben geben, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich weiß, ich gehöre jetzt auch dazu, zu der Rasselbande. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.